Ja, immer diese Missiles. Ich ist auch gleich ausgeglichen, 2020. Tja. Einheitentechnisch habe ich schon ein bisschen mehr drauf auf der Karte, aber... Was mir Sorgen macht, ist, dass der mir da oben jetzt die Basen wegnimmt. Gut, derzeit verlierst du nichts, gewinnst du nichts. Du machst, unten nimmst du ein und dann und verlierst oben. Eigentlich muss ich jetzt eher ein Geben und Nehmen. Auch da oben langsam mal ein bisschen Feldkontrolle. Da noch Jäger? Das ist ein Jäger, ja, der tut mir nichts. Also, der kann nur Flugeinheiten angreifen. Daher ist der für mich jetzt erstmal harmlos. Oh, das wird gleich wieder böse. Ich brauche jetzt mal was, um den blöden Neotank da unten wegzukriegen. Die
Tech spare ich mir auf für den Fall, dass ich mich irgendwie mal wieder aufbauen kann. Candy, wenn sie von der Stadt aus angreift, während ihrer Super. Da steigt der Bonus nämlich auf satte 130% an. Das heißt, sie macht mir erst den doppelten Schaden. Zusätzlich kriegt sie auch nochmal 3% mehr Feuerkraft für jede Stadt, die unter ihrer Kontrolle ist. Hat er gerade wrecked? Hat er gerade wrecked? Wenn überhaupt Repair. Wollte ich nicht sagen, das ist wie eine Erfindung aus Twitch. So wie ich das mitbekommen habe. Ich liebe Jakes Co-Power-Sprüche. Zwar jetzt nicht viel, aber was soll's. Ich muss ja einfach mal schauen, dass ich hier ein kleines bisschen aufräumen kann. Und wenn es nur ein kleines bisschen ist. Bis jetzt hier nichts weiter. So langsam kommt die Situation wieder ein bisschen unter Kontrolle.
haben wir zumindest da in der Mitte mal ein bisschen aufgeräumt. Ja, sieht auf jeden Fall schon viel besser aus als vorher. Musste nur noch mit zwei Neo-Tanks unten rechts und unten links klarkommen. Der hier muss noch weg. Da, also danach habe ich das Ganze schon ziemlich in der Tasche. Tja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Yep. Solange ich da irgendwann mal durchkomme, ich meine, Zeit ist mehr als genug. Ich meine, ich habe jetzt immer noch 15 Runden. Ich muss ja eigentlich nur mein Hauptziel im Auge behalten, die 4 Com Tower. Die Artillerie ist der Köder für diesen Neotank hier. Wobei ich mich langsam hier wieder so stabilisiert habe, dass ich jetzt mit der Roten Armee auch langsam schön auf Dauerproduktion mit irgendwelchen großen Panzern gehen kann. Köder hat er auch geschluckt, das ist sehr schön. Da war kein Spiel wirklich die Black Hole Armee selber zu steuern oder zu spielen, oder? Nö. Also man hat hier in diesem Spiel zwei Kurs, die vom Black Hole zu einem übergelaufen sind, weil sie verraten wurden vom Black Hole, aber das war schon alles. In der Advance-Kampagne kann man hier sowieso mit jedem Kurs spielen, wie man will, also sofern man ihn freigekauft hat. Das ist der Grund, warum die Advance-Kampagne in den meisten Fällen einfacher ist als die normale. Wobei ich dieses Level hier jetzt sogar nur mit Kurs spiele, die ich hier auch in der normalen Kampagne hätte verwenden können. Hm.
Ist das eigentlich der letzte Ableger der Advance Wars kam, der Advance Wars Reihe, oder Es ist gab da noch einer? noch einen Nachfolger, allerdings hatte der nichts mehr mit den drei Spielen davor zu tun, also storytechnisch zumindest nicht. Also weil Advance Wars Days of Ruin bzw. Dark Conflict, wie es hier in Europa heißt, spielt dann in einem postapokalyptischen Szenario. Den jetzt kaputt mache. 1, 2, 3, 4, 5, das reicht genau nicht. Aber es reicht so. Mal einen Comtower Instant besetzen. Ach ja, wegen der Kraft, wegen der Super. Infanterieeinheiten können hier solche Marathons laufen, wenn sie mit der Super von Zany sind. Das macht das Ganze ja auch noch so gefährlich. Und da kommt ihre letzte Tag Power mit ihren letzten vier Einheiten. Jetzt auch schon gar nicht mehr so mächtig ist, dadurch, dass sie nicht mehr so viele Comtower haben. Ja, zwei haben sie schon noch. Ist eher gar nicht mehr so mächtig, weil sie jetzt nicht mehr genug Einheiten haben, um irgendwie großartig Schaden zu machen. Hatte ich auch noch aufs Maul. Brauchen wir eh schon nichts mehr machen. Nächste Runde, wenn Jake dran ist, habe ich gewonnen. Ach, wer ist denn hier da?
Moin. Hi Bloody, du bist mir gerade voll in die Aufnahme reingeplatzt. Sag hallo zu YouTube. Fuck. Du kannst doch gern wieder gehen, wenn du willst. Wenn dir das unangenehm ist, auf YouTube zu sein. Na, wird schon nicht so schlimm. Ach, Bloody. Was treibt dich denn hierher? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung ist immer eine gute Antwort, aber in diesem Fall leider nicht sehr hilfreich. In den ach so tollen Anime-Charakter-Test, den ich heute auch Spaß gemacht habe. Wo Ja. immer dasselbe bei rauskommt. So ungefähr. Aber übrigens, ich habe die Mission gewonnen. Yay! Hat zwar hier keinen S-Rang, aber mir ist mir jetzt auch egal. Jake ist mittlerweile Rang 13.